So, hallo, wir machen weiter bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Letztes Mal haben wir. Ich sehe übrigens gerade, ich muss kurz unterbrechen. Seht ihr da links, links, rechts von mir, hier die Anzeige hier? Das ist cool. Da sieht man genau, was die Kleidung, die ich gerade trage, macht. Klettertempo und Kälteschutz. Und da sieht man auch, dass Kälteschutz durchaus noch steigerbar ist. Das heißt, meine Befürchtung, dass wir noch nicht den maximalen Kälteschutz haben, ist leider real. Ja, letztes Mal haben wir uns hier weiter in die Schneezone begeben, haben rausgefunden, was die Irrlichter machen, waren im Stall vor der Schneezone hier und suchen jetzt hier den Turm. Also heißt suchen den Turm, wir wollen halt zum Turm kommen. Da kommen wir jetzt auch hin. Jetzt ist alles logisch. Und klar. So. Außerdem haben wir so einen Eisgriok gesehen, den habe ich aber erstmal nicht großartig. Oh, wo willst du? Nein, dich. Oh nein, okay. Wo ist er denn? Natürlich. So viel zu, wir kommen da schnell hoch. Ich muss jetzt leider doch den langsamen Weg gehen. Okay. Ich muss eine ordentliche Brücke bauen. Ist in Ordnung. Kann ich das irgendwie lösen hier aus dem Schnee? Ich kann es nicht lösen, na? Das ist ja jetzt ärgerlich. Man konnte ja, aber die sind auch nicht, die Dinger sind fest. Das ist eine riesige Kette, ne? Das ist nichts. Ja, ich kann das nicht lösen. Das ist, weil es nicht festgeklebt ist. Das ist einfach fest. Okay, da komme ich nicht ran. Ja, schade. Dann muss ich wohl die Dinger hier nutzen. Ah, das sieht anstrengend aus. Ja, let's go. Das sieht sehr anstrengend aus. So. Ich käme jetzt ja schon mal hoch. Aber Mr. Corriboy noch nicht. Okay, pass auf, wir gucken mal, wie weit ich ihn schon hochtragen kann, ohne dass er wieder runterrollt. Weil er kann, ich kann ihn ja festzurren, ne? Ich kann ihn ja selber festkleben. So. Genau. Jetzt kann ich doch dieses Ding hier nehmen. Kann das hier hoch. Ah, das geht nicht höher. Das ist jetzt ja ärgerlich. Okay, dann machen wir es erstmal so. Dann nehmen wir noch eins mit.
machen das mal so. So. Und jetzt kann ich doch das untere... Ne, ich will nur das untere. Genau, das hier. Wieder lösen. Und kann es jetzt hier oben festmachen. So. Und dann kann ich an dem Ding... Hallo. Dann kann ich an dem Ding doch jetzt wieder den Krog festmachen. So. Und wir klettern da hoch. Spiderlink, Spiderlink. You can do it. Okay, so. Wie weit ist es noch? Das schaffen wir jetzt auch so. Das schaffen wir jetzt auch so. Ich klebe den einfach hier fest und hole mir den von oben dann runter. Easy. Okay, ich dachte, ich muss da übelst das krasse Konstrukt bauen, aber man kann sich dann ja doch... Man kann sich dann ja doch schrittweise helfen. Ja, richtig easy. Okay. Da-di-da-di-da. So, gib mir meine zwei Crocs. Heieiei. Sind diese Croc-Dinger eigentlich ein Extra-Foto? Also sind die, oder sind es einfach auch normale Crocs? Ach, die wollen eh nicht fotografiert werden. Ja, dann nicht. Dann nicht. So. Okay, was ist da drüben? Da hat's geleuchtet. Ach, das sind so Kriegerkonstrukte, weil hier so Konstruktdinger runtergefallen sind. Die habe ich aber auch noch nie fotografiert, oder? Genau. Beta-Kriegerkonstrukt. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass die hier runtergefallen sind, ne? So. Dann aktivieren wir jetzt erstmal den Turm. Dann aktivieren wir jetzt als allererstes den Turm in der Hoffnung, dass es geht. Und nicht irgendeine Quest damit verbunden ist. Ah, sehr schön. Ich kann ihn einfach so aktivieren. So muss das sein. Ab nach oben. Und ihr wisst, was jetzt passiert. Jetzt schießt es mich nach oben und ich sehe 3 Millionen Dinge, die mich ablenken werden. Genau das passiert jetzt. Hui. Zack. Okay. Oh, da ist wieder so ein Labyrinth. Oh, das Labyrinth ist auch im Himmel. Oha, krass. Sehr interessant. So, stopp. Stopp. Also, das, was ich da sehe, na, wo man hinfliegen kann, das ist scheinbar das hier. Dann würde ich da jetzt gleich mal hingehen gerade. Und das ist aber sowohl oben als auch unten. Das ist interessant, okay. Aber ich denke, man sieht Folgendes. Die Ornis sind nicht hier, die sind in dem Gebiet. Das heißt, ich muss mir gleich mal gucken, wo der nächste Turm ist.
Aber jetzt fliegen wir erstmal hier rüber. Archipel von Osthebra. Okay, einfach Frost. Nein, ich hab... Einfach Frostkraut. Die Viecher, die da gerade waren, sehe ich die nochmal? Oh, lol. Was ist das? Das habe ich gar nicht gesehen. Was ist das denn? Okay, aber da ist dann der nächste Turm. Oder ist es... Das ist... Doch, oder? Das ist doch nicht der Turm, von dem ich komme. Das ist doch niemals der Turm, von dem ich komme. Ja, das ist gleich der nächste. Perfekt. Der ist gar nicht weit weg. Und dann haben wir das Gebiet hier auch gleich offen. Sehr, sehr schön. Wichtig und richtig. Okay, sehr gut. Dann haben wir den schon mal markiert. Das ist sehr gut. Dann gucken wir uns hier oben mal ein bisschen um. Und ich wollte gerade diese Viecher fotografieren, die mal in der Luft waren. Aber die sind jetzt woanders wieder, ne? Die finde ich jetzt nicht mehr. Die sind mir auch nicht hinterhergekommen. Alter, was sind das denn für... Das sind irgendwelche Flugschiffe. Oha. Also das ist irgendwas Größeres. Am Ende könnte... Hat das was mit den Orni zu tun? Sorgt das hier für die schlechte Stimmung? Könnte sein. Ich meine, vom Gebiet her passt's, ne? Wir werden auf jeden Fall rausfinden, was das ist. Das hier scheint das... Also das muss irgendwas Storytechnisches sein. So ein Wirbel ist nichts für eine Nebenquest. So ein Wirbel ist was Relevantes. Holy moly. Alter, ich könnte die ganze Zeit hingucken. Das ist voll faszinierend. Das ist voll faszinierend. Okay, so. Oh, ich kriege hier so ein Ding. So ein Schwebeteil. Auch interessant. Was soll ich denn steuern? Ich dachte, ich kann das Ding vielleicht steuern, wenn es eingeschaltet ist, aber... Ach, das kann ich irgendwo draufsetzen und dann funktioniert es, ne? So rum ist es, glaube ich. Das ist jetzt einfach... Ach so, ja, weil hier auch die... Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier liegen Teile. Nein, ich will nichts bauen. Was ist das? Das Ding funktioniert. Aber was sind das für Dinger? Ey, ich habe keine Ahnung. Was ist das alles hier? Also hier kann ich, hier rüber kann ich auf jeden Fall noch. Okay. Hier kann ich auch weiter rüber. Yo! 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 Geht's dir ganz gut? Alter. Shish. Was bist du denn für ein Verrückter? Alpha-Krieger-Konstrukt. Alles klar. Ach, weil der so eine Rakete hat. Ist schon recht.
Tschüss. Habe ich das alles schon mal fotografiert? Okay, habe ich alles schon mal fotografiert. Sehr schön. Nicht da runter. Wo bist du des Wahnsinns? Genau, und hier sind jetzt nämlich die Raketendinger. Von selbst bewegt sich dieses Ding. Dafür müsste ich... Wahrscheinlich müsste ich, dass sich dieses Ding bewegt, dass diese Konsole da drauf bauen oder so. Habe ich jetzt halt mal nicht gemacht. Die Frage ist halt, man weiß halt nicht, was bringt es jetzt, wenn ich das hier mache. Weil im Endeffekt könnte ich auch einfach mich irgendwann mal von viel weiter oben hier runterstürzen und dann habe ich auch den, also dann muss ich diesen Weg hier nicht gehen. So, warum sollte ich jetzt diesen dummen Weg hier gehen, ne? Das ist so dieses Ding. Was bringt mir das am Ende? Ich sehe jetzt noch nicht so den Mehrwert. Ja, das Problem ist jetzt halt auch... Ach, scheiße. Ich will mal was ausprobieren. Oh, lol, warte mal. Ah, scheiße, das ist zu weit weg. Ah, ist jetzt ja ärgerlich. Das wäre interessant geworden. Ich will was anderes ausprobieren. Kann ich mich damit auch? Ich meine, damit müsste man sich doch auch fortbewegen können. So rein theoretisch. Was ich halt nicht realisiert habe, das war jetzt halt nicht die Richtung, in die ich wollte. Ja, war dumm. Okay, komm mal her, Kollege. Du bist doch dieses... Nein, du da unten. Du da unten. Ich komm nicht ran. Okay, so. Zack. So. Du bist doch dieses Gefährtteil. Wenn ich das jetzt hier draufsetze, kann das... Also, macht das irgendwas mit dem Ding? Ich kann das doch jetzt nicht plötzlich steuern. Doch, ich kann das theoretisch jetzt steuern. Aber von selber bewegen sich die Dinger halt nicht... Da muss sozusagen, dass ich dieses Ding steuere, da muss dann sozusagen... Okay, warte. Mein Gott, was drücke ich denn immer die ganze Zeit? Da muss der Kollege hier... muss einmal so hier angebracht werden. Nein, so. Genau. Jetzt kann ich den steuern, so ein bisschen. Ja, okay, doch, doch. Oh, Bruder. Wo ist meine Rakete? Ich habe ein Problem. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe keine Rakete mehr. Die ist einfach aus. Und das Ding bewegt sich jetzt nicht mehr. Das ist schlecht. Okay, das, Oh, ich sehe da was anderes. Das war jetzt nicht so gut. Um es mal freundlich einzudringen. Okay, komm, wir... Ich habe ja gesagt, ich werde mich ablenken lassen, wenn ich da dieses Ding hochschieße. So, komm, wir gehen jetzt mal zu unserem Turm zurück. Wir wissen, da oben sind lustige Dinge. Wenn man sich damit besser auskennt, kann man da auch mehr manövrieren und stellt sich nicht so doof an. Wenn ich da, ich hätte da halt so Ventilatoren ranmachen müssen. Ich weiß, ich weiß. Ich dachte nicht, dass die Rakete gleich kaputt geht. Ich dachte, die bleibt eine Weile. Das war das Problem. Sonst wäre ich da ja rübergekommen. sonst wäre ich da ja rübergekommen. Das war ja das einzige Problem. Okay, ich wollte auch hier eigentlich nur den Turm auslösen. So, mehr wollte ich ja gar nicht. Jetzt können wir aber praktischerweise über diesen Turm
Gefrorenes Wild, auch cool. Warte mal, das fotografieren wir gleich. Okay, da gibt es nichts zum Fotografieren. Das kann man nicht fotografieren, ist auch in Ordnung. So, ja, aber also immer wenn ich solche Boxen sehe, ich muss die kaputt machen. Da gibt es so viel gutes, wichtiges Zeug draus, das ist insane. Okay. Ja, wir machen jetzt Folgendes. Wir fliegen jetzt einfach zu dem anderen Turm. Ich will den jetzt gleich mit aktiviert haben. Ab nach oben. So, der ist nämlich. Irgendwo in der. Ja, da in der Richtung ist er. Genau da in der Richtung. So, und warte, jetzt rüste ich auch gleich wieder die Kleidung aus, mit der ich besser fliegen kann. Das war nämlich die da. Genau, dann haben wir nämlich immer noch den Kälteschutz, das ist gut, aber jetzt kein Klettertempo, sondern können in der Luft besser fliegen. Sehr gut. Was ist das hier eigentlich? Das sieht auch cool aus. Aber wir nähern uns jetzt erstmal dem Kollegen da drüben. Wir können ja hier ein bisschen weiter hochklettern und dann nochmal weiter fliegen. Das halte ich für eine ganz gute Idee. Ich würde auch gerne den Viechern da aus dem Weg gehen, aktuell. Wunderbar. Na, ich sehe so gut wie nichts, aber ich sehe, dass da drüben ein Turm ist und den will ich auslösen. Da überspringen wir zwar erstmal ganz viel Wegstrecke, die wir laufen würden, aber ist ja egal. Da oben ist ein Schrein. Da oben ist ein Schrein, okay, aber der interessiert jetzt. Was fliegt denn hier schon wieder rum? Habt ihr es auch gesehen? Da ist irgendwas geflogen. Hier. Ah, solche Viecher. Okay, die interessieren mich nicht weiter. Die interessieren mich nicht weiter. Gut. Wir fliegen weiter in Richtung Turm. Let's go. Und alles andere ignoriere ich jetzt erstmal. Ist mir egal. Oh, hier ist eine Truhe drauf. Die nehmen wir doch gleich mal mit. Mit einem Sonaniumschwert. Ja, dann kommt der Stock weg. So. Okay, darüber kann ich auch noch fliegen. Sehe ich, wo leuchtet es denn jetzt? Ach, scheiße. Aber es war irgendwie in die Richtung. Oh, sind da Gegner? Bitte nicht. Nee, keine Gegner. Puh. Ist da auch was Cooles drin? Die halten mehr aus als so Metallkisten. Okay. Ah. Vielleicht war es noch nicht hoch genug. Okay, es war noch nicht hoch genug. Okay, hier ist der höchste Punkt.
Oh, guck mal, da ist sogar so ein extra Wind-Dings. Dann können wir das doch gleich mal nutzen. Hui! Dann kommen wir so nämlich tatsächlich schnell zum Turm. Finde ich gut. Hoppala. Sehr schön. Sehr schön. Ist hier oben vielleicht sogar irgendein spezieller Ort, weil es hier so ein bisschen so extra einen Weg hier hoch gibt. Einen Tannenzapfen gibt es hier. Das ist irgendein spezieller Baum, der hat so eine Markierung, ne? Ist da irgendwas drauf? Oder sind die einfach alle von den Orni markiert worden? Kann ja auch sein. Nein, ich kriege hier oben einen... Oh, einen Krog. Sehr schön. Wenn ich hoch genug kommen würde. Mist. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Schaffe ich das mit meiner aktuellen Ausdauer? Was? Was? Ach so, das ist einfach so ein Stein, der runterfällt, ne? Ja. Ich glaube, der hatte keine Bedeutung. Es fallen einfach nur die ganze Zeit über fallen solche Steine runter. Es ist voll krass. Ja, ich komme da locker hin. Naja, locker ist was anderes, aber ich komme hin. Juhu. Tschüss. So, Ausdauer ist wieder da. Turm ist in der Richtung. Abflug. Und dann ist da auch gleich ein Schrein. Wunderbärchen. Überall leuchtet es, überall würde ich hingehen, aber ich will jetzt erstmal den Turm auslösen. Das ist jetzt gerade mein Hauptvorrang. Da ist der Schrein. Ja, okay, warte, wir lösen den Schrein kurz aus, dass wir einen Teleport hierher haben, falls irgendwas schief geht. Falls irgendwas schief geht. Der Zahirova-Schrein. Let's go. So, Teleport haben wir. Let's go. Was bietest du mir? Ach, und ich wollte, stimmt, ich wollte den anderen Schrein auch nochmal ausprobieren mit den, da habt ihr mir auch Tipps gegeben, was ich falsch gemacht habe. Der Schrein mit den Trampolinen. Umsichtig ausweichen. Oh, das klingt gefährlich. Hab's geschafft. Also wenn sich Ausweichen nur auf solche Sachen bezieht, dann wird das ganz cool. Aber wenn es sich auf Gegner bezieht, den ich ausweichen muss, dann nicht so. Das ist cool. Bisher keine Gegner. Okay. Habe ich schon irgendwas verpasst? Sieht nicht so aus, ne? Nee. Ich wüsste auch nicht, was ich jetzt hier hätte anders machen können. Okay, hier ist jetzt ein Weg. Und hier ist ein Weg. Ich schätze mal, hier geht's richtig weiter und hier ist der Weg zu einer Truhe. Keine Ahnung. Oder ich brauche einfach eh die Sachen, die hier sind. Kann ja auch sein. Ah ja, hier ist eine Truhe dahinter.
Okay, wie kriege ich das Ding jetzt da auf? Okay, jetzt finden wir erstmal raus, was passiert, wenn diese Dinge ausgelöst werden. Ah. Was ist da unten? Ist da einfach nur Abgrund? Okay, da ist einfach nur Abgrund. Also da will ich definitiv nicht runter. Ist in Ordnung. Ja gut, aber... Ja, aber dann? Also will ich jetzt... Ich frage mich halt gerade. Nee, da ist ein Gitter. Also ich will schon, dass das richtig aufgeht. Also muss es irgendeine Mechanik geben, die das hier aufmacht. Sonst hätte ich nämlich überlegt, ob ich einfach hier hoch will. Und das kann man ja. Also... Das ist ja das, was ich so lustig finde, ne? Ich kann es ja manipulieren. Ich kann ja mir solche Aufzüge jederzeit... Also das kann ich ja jederzeit machen. Ich kann mir solche Sachen bauen. Na? Okay, es hat jetzt in dem Fall nicht ganz gereicht. Ah, das ist halt schon witzig. Also, man kann so viel Zeug jetzt dadurch machen, was am Ende nicht die gedachte Lösung ist, aber was am Ende solche Rätsel lösen könnte. Hat in dem Fall jetzt nicht so gut funktioniert, weiß ich selber. Würde das so funktionieren? Kriege ich ihn jetzt höher? Wie hoch war der jetzt? Nur Interesse halber, wie hoch war der? Nee, okay. Ist egal. Aber ist schon interessant. Ist schon interessant. Okay, so, machen wir es ordentlich. Irgendwo gibt es einen Schalter, der das auslösen wird. Keine Ahnung wo. Oder macht... Warte. Macht dieses Ding vielleicht auch das Tor auf? LOL. Okay. Das ist natürlich... Okay, das... ja, wow. Das erklärt natürlich alles. Gut. Also, falls ich die Klötze noch brauche, weiß ich, wo sie sind. Aber wirkt jetzt aktuell nicht so. Ah, ich weiß, was ich tun muss. Ich weiß, was ich tun muss. Er ist ja easy. Nice. Das war ein sehr einfacher Schrein. Ein sehr, sehr einfacher Schrein. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Okay. Prima. Und Segenslicht Nummer, keine Ahnung, 10. Ja, ich meinte ja vorhin schon, wir könnten wieder ganz viele Herzen uns holen. Ich habe es leider bisher verpeilt. Machen wir alles noch. Verloren ist es ja nicht, aber ja. Ich hätte halt schon mehr Energie haben können bei den letzten Kämpfen. Hätte, Fahrradkette. Okay, schaffen wir es noch in dem Part jetzt zu dem Turm zu kommen? Ich meine, der ist direkt hier unten. So, ich muss nur hinfliegen. Das wird doch jetzt wohl drin sein. Das wird doch jetzt wohl drin sein. Da drüben ist der... Da ist das ursprüngliche Ornidorf. Richtig? Lol, was... Was ist das denn hier für ein riesiges... Alter, einfach hier... Ich hab nicht auf die... Alter, ich lebe noch. Ich lebe einfach noch. Insane.
Aber was ist das denn hier? Einfach der Turm von Meister Quitte. Jo, das ist ja mal... Jo, das ist mit... Okay. Ach nee, das ist Wasser. Jetzt, das ist Wasser. Das ist ein Wasserfall. Nevermind, das ist ein Wasserfall. Alles klar. Turm am Karuga-Pass. Schön. Bisschen Dornen überall. Kein Problem für uns. Aber ich nehme an... Ja, okay, ich muss sie eh wegzündeln. Ich muss die Dornen eh wegzündeln. Let's go. Das war schon in Breath of the Wild so geil, diese Kettenreaktionen auszulösen, ne? Das war schon in Breath of the Wild so einfach nur cool. Okay, ich dachte, ich kann den Aufwind vielleicht nutzen, aber dann halt so. So. Zwei Türme in einem Part. Wer sagt's denn? Sehr, sehr schön. Wir sind im Bereich der Orni angekommen. Bam. Da ist dieser riesige Sturm. Ja, okay, jetzt sieht man den sehr deutlich. LOL. Was ist das? Was wird dieser riesige Sturm sein? Ich bin sehr gespannt. Also da bin ich ja wirklich, wirklich schon richtig gespannt. Okay. Dann sind wir wieder hier? Dann schätze ich, ist mein nächstes Ziel nicht in die Dornen zu laufen erstmal. Sehr gut, hat geklappt. Und da drüben war ein anderer Schrein, ne? Ja, da. Und hier unten ist ein Dorf. Oder zumindest eine Hütte. Vielleicht können wir da ja ein bisschen was erfahren über den Verbleib der Orni. Und ich hoffe, ich würde es mich freuen, wenn ich es schaffe im nächsten Part. Hier drüben war dann irgendwo, wenn das hier das Dorf der Orni ist, dann ist da drüben bei diesem Schrein auch der ursprüngliche Stall. Irgendwo da ist dieser ursprüngliche Stall. Und da muss dann die Redaktion sein. Und das würde ich gern beim nächsten Part erreichen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.